Hallo und damit willkommen zum vielleicht schon letzten Part von Cadence of Hyrule. Wir werden uns heute um den Boss kümmern. Zumindest ist das der Plan. Aber es sieht wohl aus, als würde es noch eine Weile dauern. Wir kommen also nicht direkt zum Boss wie sonst üblich. Stirbt doch einfach alle. Da ist es. Ich bereite meine Instrumente darauf vor, es mit Garnern aufzunehmen. Doch dann ergab sich eine unerwartete Wendung. Wie dem auch sei, die Instrumente gehören mir. Oder bist du etwa das Instrument, das ich mir immer erhofft hatte? Finden wir heraus, ob du der Held von Hyrule bist. Bereite dich vor. Octavo! Oh nein! Ich mag den Bosskampf jetzt schon nicht. Hydra, was machst du denn hier? Bip. Meins. Relativ einfaches Konzept. So, wir haben jetzt jeden Boss. Passt. Jetzt kommen unsere kleinen Gomas. Macht ihm das eigentlich irgendwas aus, was ich hier gerade mache? Alter, ich habe das ohne Gegentreffer geschafft. Ich bin so eine Legende. Erinnert mich gerade irgendwie so an diese Mario Maker Level Creator, die immer nur Gegner spammen. Gut, lass es doch mal. Und? Ist sie tot? Woher kommt ihr in dieses Portal? Was habt ihr getan? Ihr Narren! Ohne meine goldenen Laute werden wir Ganon nie besiegen können. Jetzt bleibt uns nur noch eine Hoffnung. Die Flucht? Okay, das sieht mir sehr nach Finale aus. Ich will jetzt nochmal zum Labyrinth-Eingang und werde mich heilen. Okay. So, dann heile ich mal, gute Fee. Und hier kaufen wir auch nochmal was. Ja. Warte, was ist jetzt passiert? Ich bin in einem speziellen Shop. So, das gefällt mir. Los, ihr könnt alle sterben gehen. Aber die Vorrunde gegen Octavio war eigentlich ziemlich einfach. Das hat mich schon ein wenig enttäuscht.
Noch eine Karte oder Kompass? Eine Menge Geld. Na gut. Ich bin aktuell ziemlich pleite. Kann mir also nicht schaden, ne? Das kann mir aber schaden. Schlüssel hast du. Ja, dann... So, jetzt haben wir zwei Schlüssel. Das heißt, ich kann auch diese eine goldene Truhe bestimmt öffnen. Was ist denn da drin? Sag mir das mal. Heilpflege. Fügt bei einer Vorwärtsbewegung Gegnern an beiden Seiten zwei Schaden zu und zusätzlich mit dem Effekt Zurückwerfen versehen. Ist eine der effektivsten Waffen. Also es funktioniert genauso. Okay, das gefällt mir. Das gefällt mir. Ich glaube, ich habe doch eine neue. Eine neue alte Lieblingswaffe. Das wird wohl der Kompass sein. Hier gibt's wieder. Okay, jetzt gibt's wieder einen Schlüssel. Schattenlink? Meine Fackel. Ich glaube, ich wechsle doch erstmal aufs normale Schwert. Weil mir gegen diese Gegner einfach sinnvoller. Eigentlich wollte ich ihn töten, aber... So, welche wichtige hylianische Waffe gibt es denn hier zu finden? Außer den Tod. Impas Naginata. Hat eine Reichweite von 42 Gefährte für die großen indianischen Kriegerin Impa lässt diese vierseitige Waffe Kreaturen in der dunklen ganz Hyrule erzittern. Okay, ist nicht meins. Ich bin zwar komplett geheilt, aber ist nicht meins. Ich will nicht sterben, okay? Ist das so unnatürlich? Der heiße Kohl machen wir eh nichts aus. Da haben wir das Coronenarmband. Und ich brenne. Okay, da ist schon wieder eine goldene Truhe. Das gefällt mir. Was gibt's denn diesmal? Kokiri-Schwert. Fügt seinem Gegner direkt vor die 4 Schaden zu, geschaffen als Waffe für einen Helden der Zukunft. Ja, ich glaube, ich bin der Held der Zukunft. Jetzt muss ich nur noch überleben. Das ist alles, was noch von mir erwartet wird, aber ja. Noch eine Etappe. Ihr wollt aber wissen. Oh, ich habe schon eins meiner Exile verbraten.
Ich glaube, ja, ich hab einen Elixier verloren mal wieder. Alter, lasst mich doch in Ruhe. Ich habe keine Lust immer zu sterben. Ich habe einfach keinen Bock. Einfach. Gib mir einfach Leben. Mehr verlange ich nicht. Ist das okay? So, da ist wieder die goldene Truhe. Gut, dass ich gelegen wurde, ist jetzt keine Überraschung. Scheiße, den hätte ich jetzt echt gern gehabt. Komm schon, gib mir irgendwas. Irgendwas Sinnvolles meinte ich damit eigentlich. Fragarsch oder Fragarach. Kann Schild durchdringen, greift Gegner auf allen drei Feldern vor dir an. Dieses legendäre Schwert soll einer unaufhaltsamen Klinge versehen sein, von der kein Gegner bestehen kann. Das wäre schön. Was zum... Hyrule? Bist du das? Ich warte. Den Ganon-Bilder. Bevor wir jetzt irgendwas machen, heilen wir uns. Beziehungsweise gehen dahin. Das ist durchaus interessant. Das ist sowas wie wirklich richtig, richtig interessant. Okay, ich brauche wieder den Handschuh. Das hätte ich wahrscheinlich sonst wieder vergessen. Okay, das geht nicht. Okay. Das ist jetzt... Ich bin überfordert. So weiter, was könnten wir nehmen? Der Stab vielleicht? Okay, ich bin echt überfordert. Wie macht man das? Guck mal, was haben wir denn alles? Wir haben einen Feuerstab, einen Boomerang, Bogen. Finde ich auch interessant, dass diese eine Statue komplett anders aussieht. Ups.
So, das Ding können wir frei machen. Ja, das Ding können wir frei machen. Und weiter können wir nichts machen. Irgendwer auch nur den blassesten Schimmer, was ich hier machen muss. Weil das geht ja nicht. Okay. Gucken wir uns das mal an. Wie soll das gehen? Ich habe echt keine Ahnung. Das gucke ich jetzt mal nach, weil ich habe keine Ahnung, dass da irgendwie rüberkommt. Naja, vielleicht weiß ja unser guter Onkel irgendwas. Irgendwas Interessantes, was uns helfen kann. So, ich nenne sie einfach mal Garnons Schloss. Und was Statuenpuzzle heißt, okay. Wir brauchen den Namen hier, den hier. Das ist interessant. So, wenn wir in dem Raum sind, oh, warte, ich glaube, das ist das Falsche. Future Harry, das ist es. Sorry, dass ich nachgucke, aber komm, habt ihr eine Ahnung, wie das geht? Ja. Also gut, wenn man da hinkommt, bla bla bla, ist dann Puzzle und das ist ganz toll, das Puzzle. Dieses Puzzle kann gefunden werden. Das ist genau vor dem finalen Boss scheinbar. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Wir brauchen Hoverboots. Serious? Wir brauchen Hoverboots? Okay, die Kerl hat echt selbst, die haben selbst keine Ahnung, wie das gehen soll. Und haben dann einfach was probiert, sagen sie. Und dafür haben sie sich halt, hier, Schuhe geholt. Solche Fliegeschuhe. Dann machen wir dasselbe jetzt auch mal. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Wir haben es geschafft, wir haben Gleitstiefel bekommen. Hat mich nur eine Reise durch Halb Hyrule gefordert. Jetzt dürfen die aber auch nicht kaputt gehen. Ja. So, mit roten Elixier decken wir uns auch nochmal ein. Ist ja klar.
Elis Großschaufel. Sie kann nur von Kegels getragen werden, fügt Gegnern 2 Schaden zu und kriegt beim Angriff, wobei hohem Gramm im Feld ein weiterer Punkt Schaden zugefügt wird. Einst gehört die Schaufel einem legendären Krieger namens Eli. Sie eignete sich perfekt für geschäftige Totengräber. Supi. Dafür bin ich halb Hyrule gereist. Bop, bop, bop. Und... Oh, allein konnte ich ihn nicht besiegen. Fuck, Octavo ist tot. Und ich glaube, er ist wirklich der Gute hier. Ja, dann Orgel! Link, wir werden dir helfen. Lass uns den Ganzen ein Ende setzen. Nett von mir, dir die 3 Forsteile zu bringen. Den Schwächling Octavo und seine Spielzeuge hast du besiegt. Aber jetzt wirst du die Kraft erleben, die Hyrule in die Knie gezwungen hat. Yay, eingefroren. Ganon. Okay, er hat auch ein krasses Musikinstrument. Okay, ich muss immer warten, bis er irgendwie sein Schild kurz runterfährt. Ah, okay, und jetzt machen wir das Ganze hier irgendwie dreierkampfmäßig oder wie? Das kann was werden. Wir teilen uns auf eine Lebensleiste. Ja, natürlich tun wir das. So, erste Phase geschafft. Ja, erste Phase geschafft. Nein. Ich bin so gut wie tot. Ich glaube, den Boss kriege ich nicht first try hin. Dafür brauche ich eindeutig mehr Leben, aber doch habe ich alle 3 Tränke, das finde ich interessant. Und ich lebe immer noch, Alter, was ist denn los? Och ne, jetzt muss ich die... Okay, ich dachte, ich muss die alle zur selben Zeit oder so dahin bringen. Los! Mit der Power des Triforce! Warum auch immer Kate den Triforce hat, aber mit der Power des Triforce! After defeating Ganon, I expected to rejoice. But not only was I still in a different world, I had also traveled into the future of that world. With no hope of getting home, I was completely lost in both time and space. But then Link and Zelda told me about the Triforce that had started all of this. Zelda thanked me for helping to save Hyrule, then told me to picture in my heart what I wanted most of all. Link and Zelda held their hands to mine, and something familiar happened. When I opened my eyes, I was falling. Again. I just hope I land in my own world this time. Das war... Ja, Brave Yourself Games. Das war Cadence of Hyrule. Nice.
Es war ein sehr schönes Spiel, vor allem die Musik war super. Aber am Ende... Ich finde, der Boss... Garnon hat jetzt als Boss ein wenig geschwächelt. Ich meine, das Spiel war im Großen und Ganzen ganz gut, aber die Bosse waren zu leicht. Gut, sagt derjenige, der gefühlt 60.000 Mal gestorben ist, aber ich bin bei den normalen Mini-Bossen oder normalen Gegnern öfter draufgegangen als bei einem Bossfight, einfach weil die halt in so einer riesigen Masse auftreten. Und dementsprechend hätte man das eventuell ein wenig fordernder machen sollen. Das ist zumindest meine Ansicht. Jo. Und zum Ende kann ich jetzt auch sagen, ist das eventuell ein Indiz dafür, dass es auch neue Crypt of the Necrodancer Spiele geben wird? Oder zumindest nochmal einen finalen Ableger? Weil ich glaube, es gibt zwei Crypt of the Necrodancer Teile. Dann dieses Spiel, Cadence of Hyrule. Und dann würde man mit dem vierten eventuell die Reihe final abschließen, weil es geht halt darum, dass Cadence halt aus diesen komischen Gräbern, in die sie gefallen ist, wieder zurückkommt. Yo, special thanks to Samuel Vazu Rodriguez, Patrick McDermott, Jesse Turner. Ja, danke an alle, die dieses Spiel programmiert haben, es war super. Danke Spike Cons of Co. LTD. Danke Toshi Shifanikadio, Makoto Isobe, Miki Ito, Kaden. Ach, Miki Ito war Cadence als japanisches Voice-Talent. Sehen wir auch noch. Ne, warte, stimmt, das war ja die einzige Sprachausgabe, die es gab. Nicht mal Octavo hat gesprochen, das war lustig. Jo. Dann würde ich sagen, genießen wir doch jetzt auch einfach nochmal das Finale, diese Musik. Ich werde diese drei Edelsteine jetzt nicht holen. Das ist mir nicht wert, das ist mir zu viel Aufwand für nichts und wieder nichts. Wenn die Edelsteine hat man ja eigentlich mehr oder weniger hinterhergespissen bekommen. Es war eigentlich auch so eine Sache, die... Ja. Oh, Eiji Aonuma. Ich hoffe, ihn spreche richtig aus. Special fängt an dem. Wahrscheinlich hat der so gesagt, ja, ihr dürft die Lizenz benutzen. Nintendo of America, Localization Management. Ich finde die Namen immer geil. So Tim O'Leary, William Romick. Haben wir hier noch Nico Gonzalez de Santiago. Ludovic Tientio Ponki. Ja. Namen, super. Itoshi Nichizawa. Ich mag japanische Namen. Das ist dann halt wieder. Ach, die haben das getestet. Wow, das ist eine Menge. Alexandra Wilson Herbuber. Product Testing Technicians. Ja, die Product Testing Technicians haben es getestet. Super. Nintendo of Europe. English Translation, French Translation, Italian Translation. German, Arne Glinka, Katharina Globot. Ja. Das ist das zweite LP auf meinem Kanal, das endet. Und das dritte. Stimmt, das ist das dritte und das zweite Nintendo. Und das erste Zelda. Ich bin stolz auf mich. Ich bin so stolz. Kater, bist du stolz auf mich? Er ist stolz auf mich. Er ist ganz stolz, er kann es nur nicht fassen. Ach, die Musik ist generell ein Meisterwerk in dem Spiel, finde ich. So Dinge wie Gerudo Valley zum Beispiel, die waren so geil, ist auch generell. Alle eine meiner absoluten Lieblingsmelodien. Danke fürs Mitzuhören. Ja, ich habe mir mit dem Kopf gewippt stellenweise. Vor allem bei Gerudo Valley. Und das war super. Speedrun-Rangliste. Nee. Wo stehe ich da? Also, der... Platz 1 hat 13 Minuten gebraucht. Sehe ich das richtig? Du hast für das verdammte Spiel 13 Minuten gebraucht. Ohne eine einzige Niederlage. Ja, da wundert sich mein Handy auch schon.
Welchen Platz hab dann bitte ich? Ich glaube, das guckt man sich. Schrittrangliste. Bonta, 1963. Supi. Und was für Speichern und Ende. Gucken wir jetzt einfach mal, was passieren würde, wenn ich jetzt noch hier reingehe, weil komplett fertig sind wir noch nicht und fehlt, glaube ich, immer noch ein Herzteil. Ah, okay. Das ist das klassische, du hast gewonnen, aber du hast nicht gewonnen. Ding. Ach, na gut. Schade. Sowas mag ich in den Spielen generell nicht. Aber ich würde sagen, damit verabschiede ich mich dann von euch. Danke, dass ihr zugesehen habt. Habt einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten LP. Haut rein. Ciao.